hast du dich schon an den Gedanken gewöhnt, dass es Drillinge werden? Ich, naja, um ehrlich zu sein, für mich ist das noch immer absolut überwältigend. Gerade hatte ich mich damit abgefunden, ein Kind zu bekommen. Ein kleines, schreiendes Baby. Laut, aber niedlich. Und was passiert? Es wird nicht ein Baby, es werden drei. Und ich bin ganz allein. Auf jeden Fall muss ich mich darauf vorbereiten. Ich muss Geld verdienen, neue Möbel kaufen und mich darum kümmern, dass mein neues Haus so schnell wie möglich zu einem Zuhause wird. Für mich und meine Kinder. Aber viel Zeit, um mich darum zu sorgen, habe ich auch nicht. Denn es ist soweit. Die Babys sind unterwegs. Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der dritte Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part meiner 100 Baby Challenge. Wie beim letzten Video auch schon, muss ich gleich damit beginnen, mich zu bedanken. Vielen Dank für die unzähligen lieben Kommentare und für die ganzen Namensvorschläge. Ihr habt wirklich so viele, so coole Namen vorgeschlagen. Momentan hoffe ich einfach nur, dass der Ultraschall auch wirklich recht hatte. Also bei mir hat er bis jetzt eigentlich immer recht, aber die Wahrscheinlichkeit besteht normalerweise, dass er sich auch irrt. Ist das bei euch eigentlich schon mal vorgekommen? Schreibt mir doch in die Kommentare, wenn sich der Ultraschall-Mod bei euch schon einmal geirrt hat. Und in den Kommentaren gab es auch ein paar Fragen zu meinen Mods. Schaut da am besten in meiner Mods-Playlist vorbei. Da habe ich so gut wie alle Mods, die ich in meinem Spiel habe, schon einmal vorgestellt. Ich blende euch die Playlist jetzt hier rechts oben ein. Und in diesem Part werden eben die Babys kommen. Ich habe auch den Realistic Childbirth Mod in meinem Spiel, also die Geburt wird wirklich ein richtiges Erlebnis werden. Aber davor müssen wir auf jeden Fall noch schauen, dass wir etwas Geld verdienen. Aber ja, dann hätte ich gesagt, starten wir am besten gleich ins Spiel. Und hier haben wir jetzt unsere liebe Emma. Wie wir sehen, sie sieht tatsächlich gar nicht so glücklich aus. Sie fühlt sich nämlich noch immer sehr beschämt. Im letzten Part ist ihr ja ein kleiner Unfall passiert. Und dann hat sie noch Rückenschmerzen wegen der Schwangerschaft, aber dann fühlt sie sich auch glücklich wegen der Ultraschalluntersuchung. Sie freut sich, weil sie im dritten Trimester ist und sie hat ziemlich leckeres Essen gegessen. Ich glaube, das war tatsächlich die Fleischpastete, die sie im letzten Part von der Bürgermeisterin geschenkt bekommen hat, weil ich glaube, wir haben hier tatsächlich noch kaum selbst etwas gekocht. Hier haben wir schon wieder Besuch von ein paar Füchsen. Da ist der Valentin und der Masao Loxley. Keine Ahnung, warum der auch einen Nachnamen hat, aber leider haben wir für die gar keine Zeit. Denn wie gesagt, sie ist bereits im dritten Trimester und die Drillinge können jederzeit kommen. Deshalb werde ich sie jetzt schnell zur Geburt anmelden. Das kommt eben mit dem Realistic Childbirth Mod. Haben wir hier. Hier unter Haushalt sehen wir Geburtshelfer anrufen. Geburtsoptionen. Die Wahl der richtigen Geburtsmethode für dich und dein Baby kann eine schwierige Aufgabe sein. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, sodass man sich leicht in medizinischen Fachbegriffen verlieren und durch die unzähligen Entbindungspraktiken verwirren lassen kann. Welche Methode ziehst du in Betracht? Und dann haben wir folgende Auswahl. Wir können wählen lieber nicht, also dann brechen wir die Aktion ganz einfach ab. Dann die Chirurgiemaschine, das ist eben diese komische Geburtsmaschine, die mit an die Arbeit kam. Dann gibt es noch eine natürliche Geburt und einen Kaiserschnitt. Am aufwendigsten ist, soweit ich weiß, tatsächlich die natürliche Geburt. Deshalb wählen wir jetzt die, weil dann können wir den Mod gemeinsam am besten erkunden. Gut, wir haben uns für die natürliche Geburt entschieden. Die natürliche Geburt ist eine Low-Tech-Art der Geburt, bei der die Natur ihren Lauf nimmt. Du kannst ins Krankenhaus fahren, sobald deine Wehen beginnen. Wehen können unvorhersehbar sein. Die durchschnittliche Länge variiert zwischen Stunden und Tagen. Um den Komfort während der frühen Wehen zu fördern, kannst du versuchen, auf einem Geburtsball zu trainieren oder einen Spaziergang zu machen. Nachdem dein Muttermund vollständig geweitet ist, wirst du von deinem Geburtshelfer angewiesen, mit dem Pressen zu beginnen. Diese Phase dauert normalerweise etwa 70 Minuten. Sobald dein Baby geboren ist, wird es dir sofort zum Hautkontakt übergeben und ihr könnt euch kennenlernen. Und wir wählen jetzt diese Option aus. Und eine Benachrichtigung haben wir noch bekommen. Emma hat die natürliche Geburt gewählt. Wenn du deine Meinung änderst, kannst du deinen Geburtshelfer jederzeit erneut anrufen, um eine andere Geburtsoption zu wählen. Okay, perfekt. Ich freue mich drauf. Ich finde diesen Mod nämlich unglaublich cool. Also ihr müsst ihn euch auf jeden Fall genauer anschauen.
Aber gut, dann werden wir uns jetzt im Dorf noch ein wenig umschauen und schauen, ob wir irgendwo Geld verdienen können. Wie immer schaue ich zuerst mal im Nationalpark vorbei. Vielleicht ist mittlerweile ja schon etwas gewachsen und wir können endlich etwas ernten. Und jetzt sind wir hier im Nationalpark und Emma sieht einfach noch immer so unglaublich traurig aus. Ich hoffe, es geht ihr bald besser. Gut, finden wir hier irgendetwas? Hier ist ein Mann, wir suchen derzeit aber tatsächlich keinen Mann. Hier können wir nach Fröschen suchen, das machen wir am besten gleich einmal. Hier irgendwo gibt es eine Schokobärenpflanze, die im letzten Part noch nicht reif war. Hier. Und sie ist noch immer nicht reif. Toll. Irgendwie will das mit den Pflanzen finden nicht so ganz funktionieren. Wieso hat dieser Mann nichts an? Hi, Borrow. Man sollte sich schon mehr als eine Unterhose anziehen, wenn man so durch das Dorf läuft. Ich werde hier bei dieser Statue jetzt einfach mal auf Suchen klicken. Dann kann sie auch gleich ein Selfie mit Sophie machen. Vielleicht finden wir ja hier irgendetwas Brauchbares. Das habe ich nämlich tatsächlich noch nie ausprobiert. Emma hat etwas gefunden. Vielleicht sollte sie auch etwas verstecken, damit jemand anders es finden kann. Die Traditionen von Finchwick müssen gepflegt werden. Naja, wir haben nichts, das wir hergeben können. Cool, dann können wir gleich extrahieren. Eine Raptorkralle? Und das ist nur 70 Simoleons wert? Eine Raptorkralle sollte ein bisschen mehr wert sein als 70 Simoleons. Aber okay, wir freuen uns auch über kleines Geld. Emma macht jetzt noch schnell das Selfie mit Sophie. Ja, das ist schlecht, das verkaufen wir. Und die anderen beiden behalten wir gleich einmal auf. Aber dann schauen wir gleich weiter. Übrigens ist mir gerade eingefallen, wir müssen ja auch noch ein Foto mit Gabriel machen, weil wir ja mit jedem Vater der Kinder ein Foto machen. Also müssen wir ihn wohl doch noch irgendwann einmal sehen. Gut, aber jetzt reisen wir hier einfach zum alten Mühlenweg und ganz zum Schluss werden wir dann auch noch einmal zum Dorfzentrum schauen. Vielleicht finden wir ja auch dort irgendetwas. Und auch hier ist wieder ein Fuchs. Vermutlich seht ihr alle die ganze Zeit schon tausend Sachen. Okay, schauen wir einfach zum Dorfzentrum. Und zwar reisen wir jetzt hier zum Hanford Restaurant. Da müssen wir übrigens, sobald wir Geld haben, auch unbedingt einmal essen gehen. Das ist nämlich wirklich so ein cooles Grundstück. Haben wir hier irgendwie, mit dem wir reden sollten? Ist vielleicht die Bürgermeisterin da? Könnte uns nämlich Aufträge geben. Gut, ich werde mich hier jetzt noch einmal umschauen, ob ich irgendetwas finde. Und dann lade ich sonst die Bürgermeisterin ein. Oh, Lavina ist da und sie hat uns schon wieder etwas geschenkt. Ja, perfekt. Wir haben Milch von Lavina bekommen. Dann werden wir mit ihr sprechen und werden einfach gleich die Hilfe bei den Botengängen anbieten. Ich glaube, dann wird sie uns auch lieber mögen, wenn wir uns zumindest einmal nützlich machen. Emma ist einfach schon so schwanger. Die Babys werden wirklich jeden Moment kommen. Und es gibt zwei unterschiedliche Botengänge zur Auswahl. Willkommen in Hanford on Bagley. Ich weiß, dass es dir hier gefällt, aber für den Fall, dass du doch noch überzeugt werden musst, habe ich eine kleine Tour für dich organisiert. Übernimm diese spaßigen Botengänge und ich sorge dafür, dass du ein paar Belohnungen erhältst. Belohnungen, eine Auswahl an Bären, Lamawolle und Zierleckerchen. Und wir bekommen 175 Simoleons. Das klingt schon mal sehr gut. Dann gibt es noch ein freundschaftlicher Besuch. Ich wollte eigentlich ein paar Freunde im Dorf besuchen, aber ich habe schrecklich viel zu tun. Hast du Lust, einen Spaziergang zu machen und nachzusehen, wie es allen geht? Belohnungen, eine regionale Speise, Bären, ein Tuningteil und die Chance, ein Kreuzstichmuster zu erhalten. Wir können ohnehin drei auswählen, deswegen wählen wir jetzt mal diese beiden aus und schauen, wie weit wir kommen. Du wirst unser Dorf bald genauso lieben wie ich. Warum gehst du nicht hinüber nach Old Hanford und versuchst, einen Fisch im See zu fangen? Oder wie wäre es mit einem Besuch der Verkaufsstände in Finchwick? Vielleicht bist du auch so lieb, beides zu übernehmen. Und wenn ich dich um einen persönlichen Gefallen bitten könnte, würdest du bitte mit dem Lebensmittellieferanten sprechen? Wir stehen uns nah, aber mir ist es immer schwer gefallen, über unsere unterschiedlichen Träume zu reden. Und das Zweite, ich habe ein paar Sachen für den Versand bereit gemacht und dann wohl ein bisschen die Nerven verloren, denn ich habe total vergessen, für wen das Paket bestimmt war. Würdest du es bitte ein bisschen herumschleppen, um herauszufinden, welcher Sim darauf wartet? Okay, beginnen wir am besten gleich einmal damit, dass wir mit allen sprechen und fragen, wem das Paket gehören könnte. Ich dachte wirklich, wir kennen Kim schon, aber anscheinend reicht es nicht, bei ihr einzukaufen, um sie kennenzulernen. Dorfbewohnerpaket anbieten. Das wäre wirklich ein glücklicher Zufall, wenn es tatsächlich ihr gehört.
Es ist nicht für sie bestimmt und aus irgendeinem Grund hat sie gerade auch ihren Marktstand geschlossen. Emma geht es leider gerade nicht so gut. Deshalb werden wir jetzt hier schnell auf die Toilette gehen. Dann werden wir hier schnell Eier und Toast bestellen. Das ist sehr günstig. Und dann werden wir hier draußen ein kurzes Nickerchen machen, damit wir die Botengänge weiter abschließen können. Und sie ist noch immer am Schlafen. Wer kennt das nicht? Ein Powernap auf einer Parkbank. Und danach müssen wir einen Fisch im See von Old New Hanford fangen. Und dann werden wir gleich einmal dort hinreisen. Und hier haben wir Old New Hanford. Reisen wir einfach wieder zum alten Mühlenweg. Da reise ich ja so gut wie immer hin. Perfekt, wir sind da. Ah, da ist der See. Okay, alles klar. Und dann werden wir hier angeln gehen. Schwangere Sims gehen echt langsam. Habe ich das schon mal erwähnt? Wer kommt denn hier schon wieder? Sebastian Lamberts. Also zumindest gibt es sehr, 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 sehr viele Männer, die hier immer herumstreunen. Also es sollte uns nicht allzu schwer fallen, einen zweiten Mann kennenzulernen. Ich habe mir übrigens auch gedacht, es wäre irgendwie cool, wenn ein paar von euch mir Männer erstellen und in der Galerie hochladen. Falls euch das interessieren würde, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Dann überlege ich mir einen Hashtag und wie wir das Ganze umsetzen können. Und Emma ist noch immer am Angeln. Ich hoffe, sie fängt bald einen Fisch. Ich möchte das nämlich so schnell wie möglich abschließen. Aber irgendwie stellt sie sich gar nicht so gut an. Und jetzt wird sie auch noch von Gabriel angerufen. Ich werde jetzt aber rangehen. Oh, es ist weg. Ich kann nicht rangehen. Es war zu spät. Sorry, Gabriel. Nächstes Mal. Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Emma. Sie sollte woanders angeln. Oh, und jetzt muss sie ganz dringend aufs Klo. Schwangere Sims sind so anstrengend. Ich kann es kaum erwarten, wenn die Kinder endlich da sind. Mir geht es die ganze Zeit so unglaublich schlecht. Einmal versuchen wir noch zu angeln und dann kann sie aber eh schon gleich wieder nach Hause gehen. Ach, Plankton, nein danke. Emma kann den glitschigen, schuppigen Dingen einfach nichts abgewinnen, soll sie die Tatsache ins Auge sehen, dass sie Angeln nicht mag. Nein, Emma, du musst Angeln mögen. Aber sie hat schon wieder nichts gefangen und es geht ihr schon ziemlich schlecht, deshalb werden wir jetzt einfach nach Hause fahren. Ich reise übrigens immer so nach Hause, weil es einfach schneller geht und sie dann nicht ewig lang zum Haus spaziert. Weil ja, wie gesagt, schwangere Sims sind unglaublich langsam und es geht ihr einfach immer so schlecht. Und jetzt schleicht auch noch ein Fuchs um unser Haus und möchte Hühner klauen. Aber wir haben doch gar keine Hühner, also er soll machen, was er möchte. Und dann müssen wir jetzt ganz schnell etwas essen und dann auch schon schlafen gehen. Ich hoffe, wir haben noch Fleischpastete, sehr gut. Und dann kann sie auch gleich schlafen gehen. Oh mein Gott, Vlad ist da. Zum Glück haben wir die Tür abgesperrt. Ja, verschwinde besser wieder. Um 3 in der Früh ist Emma jetzt aufgewacht, weil sie so viel Hunger hatte. Ein schneller Mitternachtssnack und dann geht es wieder ab ins Bett. Sie hat einfach gerade gegessen und irgendwie schon wieder Hunger. Babys müssen echt bald kommen. Ich kann mir das ganze Essen nicht mehr leisten. Die Wehen haben eingesetzt. Emma platzt vor Vorfreude, ihren Nachwuchs zu sehen. Okay, wir gehen noch ganz schnell auf die Toilette und dann fahren wir sofort ins Krankenhaus. Perfekt. Und jetzt Baby im Krankenhaus bekommen. Wir wollen natürlich mitmachen. Und wir gehen alleine. Ich habe tatsächlich überlegt, ob wir Gabriel mitnehmen sollen oder ihre Eltern. Aber irgendwie fühlt sich das momentan nicht richtig an. Deshalb wird sie sich jetzt einfach alleine auf den Weg machen. Sie ist eine Independent Woman und wird jetzt einfach mal alleine Drillinge zur Welt bringen. Willkommen in der Klinik, fühl dich wie zu Hause und zögere nicht, einen unserer Geburtshelfer um Rat zu fragen, wenn du irgendetwas brauchst. Eine Geburt kann aufregend, aber auch stressig sein. Versuche dich zu entspannen und genieße die wundervolle Zeit. Um es dir leichter und angenehmer zu machen, empfehlen wir dir, spazieren zu gehen oder den Gymnastikball zu benutzen. Die Geburt wird losgehen, sobald dein Muttermund ca. 10 cm geweitet ist. Viel Glück! Okay, dann geht es jetzt los. Wie wir sehen können, ihre Fruchtblase ist bereits geplatzt. Sie hat davon auch eine Stimmung. Wow, vom Platzen der Fruchtblase. Die Fruchtblase von Emma ist gerade geplatzt und es kam eine riesige Menge Wasser heraus. Für eine Sekunde dachte Emma, sie hätte sich selbst angepickt. Okay, naja, ist das zum Glück nicht wieder passiert. Und dann ist sie eben in den Wehen und deshalb fühlt sie sich unwohl. Wen haben wir hier? Wir haben eine Geburtshelferin und noch eine Geburtshelferin und einen Arzt. Sehr gut, dann klären wir gleich einmal ab, wie weit unser Muttermund jetzt schon geöffnet ist. Fragen wir einfach mal den Arzt, er soll uns dabei helfen. Und jetzt marschieren die beiden zum Behandlungstisch.
Ich wollte hier übrigens ein anderes Krankenhaus platzieren, aber aus irgendeinem Grund funktioniert die Galerie bei mir gerade nicht. Ja, dann halt beim nächsten Baby. Hier ist auch eine Lacke, anscheinend ist hier auch die Fruchtblase von jemandem geplatzt. Ich liebe diesen Mod einfach, es ist so großartig, es ist alles einfach so realistisch. Und jetzt erzählt ihr, ja, es ist so und so weit geöffnet. 1 Zentimeter. Dann werden wir hier jetzt einfach spazieren gehen. Das sollte hierbei gehen. Hier, spazieren gehen. Sie hat jetzt auch gleich die Fitnessfähigkeit erworben. Gut, anscheinend hat sie wirklich noch nie in ihrem Leben Sport gemacht. Das dauert ein wenig, das werde ich jetzt einfach vorspulen. Und morgen ist Frühlingsfest. Emma macht eine Phase durch. Sie hat eine gemeine Phase eingeläutet und ist fies zu anderen Sims. Super toll! Sie wird bald Mutter und jetzt ist sie auch noch mitten in der Pubertät. Gut, dann werden wir hier jetzt am Yogaball noch ein wenig trainieren. Dann werden wir hier eine schnelle Mahlzeit nehmen, weil es ja kostenlos ist. Und dann können wir uns ja noch ein wenig mit unserem Arzt unterhalten, da ihre Sozialfähigkeit ziemlich weit unten ist. Wir werden uns einmal über unsere Probleme beschweren, von unseren Ideen erzählen. Und dann werden wir noch ein wenig lustig sein. Wir werden einen Witz über Marsmenschen erzählen. Aber davor isst sie natürlich noch ihr Sandwich. Okay, anscheinend geht sie jetzt mit ihrem Sandwich zum Arzt. Das macht man so im Krankenhaus. Zuerst klaut man sich Essen und dann trägt man es noch durch die ganze Station. Oder eigentlich durch das ganze Krankenhaus, weil hier gibt es ja nur ein Stockwerk. Und jetzt ist Emma gerade unter der Dusche. Dann werden wir eben noch einmal den Muttermund überprüfen lassen und dann werden wir schlafen gehen. Wir sind jetzt erst bei 3 cm, also wie angekündigt, dank diesem Mod ist die Geburt wirklich ein Erlebnis. Ich weiß übrigens nicht, warum dieser Arzt weiter mit uns redet, wenn wir schlafen. Und warum hat sie offene Augen, wenn sie schläft? Er steht einfach schon stundenlang neben ihr und hört nicht auf, mit ihr zu reden. Gut, dann werden wir jetzt noch einmal mit dem Yogaball trainieren. Und dann werden wir noch einmal spazieren gehen und ich hoffe, dann ist es bald soweit. Ich finde auch diese Animation so gut. Dieser Mod ist wirklich großartig. Also das ist wirklich einer der besten Sims 4 Mods, die es jemals gegeben hat. Seht ihr das? Ihre Mutter ist einfach gekommen. Okay, wir sind zwar nicht zusammen mit ihr hergekommen, aber jetzt müssen wir uns auf jeden Fall mit ihr unterhalten. Oh mein Gott, sie ist auch schwanger? Sie ist einfach auch schwanger. Okay, gut, dann werden wir uns jetzt mit ihr unterhalten. Okay, nein, zuerst werden wir uns mit ihr streiten. Wir werden unsere Unabhängigkeit verlangen, weil sie wird natürlich zuerst denken, sie ist ganz sicher nur wegen ihr da und dann werden wir sie noch beleidigen. Aber es sieht so aus, als würde sie selbst ihr Baby jetzt bekommen, weil sonst würde ja nicht Patient da stehen. Das ist echt so ein schräger Zufall. Also das ist wirklich nicht von mir eingefädelt. Ich hatte absolut keine Ahnung, dass sie schwanger ist. Aber gut, wir werden uns jetzt ein wenig streiten. Dann werden wir sie nach Entbindungstermin fragen. Und dann werden wir sie einfach mal nach ihrem Tag fragen. Einfach so fragen, hey Mom, wie geht's dir eigentlich, seit ich weg bin? Und wie geht's Dad? Und vermisst ihr mich überhaupt? Und ich bin schon gespannt, wie sie reagiert. Aber anscheinend reagiert sie gut, aber Emma ist noch immer unfassbar traurig. Da sind noch einige Baustellen und die werden durch dieses eine kleine Gespräch jetzt auch nicht bereinigt werden. Aber gut, dann lassen wir sie wieder in Ruhe. Emma wird jetzt noch eine schnelle Mahlzeit essen. Sie hat einen Lebensstil in Aufbau. Zuerst essen wir noch ein Joghurt. Emma hat den ersten Schritt unternommen, um einen Lebensstil freizuschalten. Enger Zusammenhalt im Aufbau. Sims mit dem Lebensstil enger Zusammenhalt bevorzugen enge Beziehungen innerhalb eines kleinen Freundeskreises. Nope, Emma, das wirst du nicht sonderlich lange behalten. Denk daran, wie viele Kinder du mit so vielen verschiedenen Männern bekommen musst. Aber gut, dann werden wir jetzt noch einmal den Muttermund überprüfen lassen. Ich hoffe wirklich, dass es bald soweit ist. Du bist derzeit 5 cm geweitet. Sehr gut. Noch einmal spazieren gehen, noch einmal auf den Yogaball und dann sollte es endlich soweit sein. Und los geht's. Emma, du schaffst das. Da ist nämlich auch eine Lacke. Ich finde es so seltsam, dass das niemand wegputzt. Dein Muttermund ist vollständig geöffnet. Sprich mit unserem Geburtshelfer und dann kann es auch schon direkt losgehen. Okay, jetzt sind wir aber tatsächlich noch nicht bereit. Wir müssen vorher noch ganz schnell etwas essen. Iss noch schnell ein paar Käsecracker. Und dann machst du hier noch schnell einen Nap. Okay, perfekt. Es geht los. Also, wie gesagt, die Animationen sind absolut grandios. Ich meine, schaut euch das an. Ich habe gerade so Mitleid mit ihr. Es muss so schmerzhaft sein. Arme Emma, es ist gleich vorbei. Du musst immerhin nur Drillinge zur Welt bringen.
Und sie sind da. Und jetzt kann ich euch auch gleich erzählen, für welche Namen ich mich entschieden habe. Erstens habe ich jedem Namen eine oder zwei Farben zugeordnet. So können wir dann nämlich das Zimmer gestalten oder auch die Outfits der Sims und können sie gleichzeitig besser auseinanderhalten, falls sie wirklich total gleich aussehen sollten. Und zudem, damit wir uns die Reihenfolge der Drillinge merken, also wer am ältesten ist und wer am jüngsten ist, habe ich das jetzt alphabetisch geordnet. Und zwar nenne ich das erste Mädchen Daisy. Für alle, die das nicht wissen, Daisy bedeutet auf Deutsch Gänseblümchen. Und deshalb habe ich dem Namen auch die Farben Gelb und Weiß zugeordnet. Und das nächste Baby. Das zweite Mädchen nenne ich Ivy, also so wie Efeu, und ihre Farbe wird grün. Und das dritte Mädchen nenne ich Violett, angelehnt an das Veilchen. Und ihre Farbe wird natürlich violett oder rosa. Perfekt, dann haben wir jetzt alle Babys auf der Welt. Drillinge. Emma und Gabriel haben Drillinge. Glückwunsch, der Arzt hat die Geburtsurkunde vorbereitet. Perfekt. Oh mein Gott, sie ist so süß. Und mit diesem zuckersüßen Anblick werde ich den Part an dieser Stelle dann auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid auch mit den Namen einverstanden. Falls ihr noch Ideen für Zweitnamen habt oder irgendeinen Namen ganz blöd findet, schreibt es in die Kommentare. Wir können da natürlich auch noch etwas dran ändern. Und nicht vergessen, falls ihr mir gerne zukünftige Väter für diese Challenge erstellen wollt, schreibt mir auch das in die Kommentare, dann werde ich mir einen Hashtag dazu überlegen. Und an dieser Stelle freue ich mich natürlich wieder über jedes Abo, über jedes Like und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!